Ich habe vor 35 Jahren mit dem Malen begonnen, lange bevor ich mich der Schauspielerei zugewandt habe. Ich war damals vielleicht 12. Die Schauspielerei war dann einfach eine andere Form der Kunst für mich. Aber die Malerei war meine allererste Annäherung an die Kunst. Mit der Ausstellung schließt sich jetzt der Kreis. Ich habe in meinen Bildern viele Erfahrungen verarbeitet. Die Höhen und Tiefen meines Lebens schlagen sich jetzt in meiner Kunst nieder. Ich würde nicht sagen, dass die Bilder intellektueller sind als früher, aber sie sind ganz sicher emotionaler. Deshalb ist jetzt genau der richtige Moment für eine Ausstellung. Ich würde nicht sagen intellektuell, aber subconscious und emotional, als es früher war. Jetzt denke ich, es ist der richtige Zeitpunkt.